So Leute, heute soll es mal hier um die ganzen neuen Leaks gehen. Wir haben einige coole neue Dinge und neue coole Skins ins Spiel reinbekommen. Ihr könnt davor gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, währenddessen jetzt hier noch die Server offline sind, werde ich euch mal hier direkt alles zeigen. Und zwar habe ich hier schon mal alles vorbereitet. Fangen wir mal hier mit den ganzen neuen geleakten Emotes an. Natürlich Kuss geht raus an den ganzen Leaker. Credits gehen da raus. So, einmal hier kurz den Groß machen. Ich glaube, Groß ist immer so ein kleiner Fehler. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich mache mal ganz kurz hier die Musik aus. So, zack. Okay, einmal kurz hier den Groß. Ah, die Quali ist jetzt nicht gerade die beste hier. Ah, jetzt wird sie besser, okay. Okay, das Emote ist chillig. Ja, warum nicht? Das ist hier das zweite Emote. Ja, auch nicht schlecht. Zwar finde ich das erste besser, aber das zweite geht auch klar. Das hier ist das letzte Emote. Gibt sich schon so ein ähnliches Emote? So, Hüpfpfeffer. Ist es nicht fast das gleiche? Und das ist die neue Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört. Genau, die auch bald in den Shop kommt. Die man ganz zum Beginn hört. Das ist nämlich die neue Musik. Aber ich finde das erste Emote hier ziemlich heftig. Ist auch eins aus der Ikonenreihe, glaube ich. Also was irgendwie so speziell ist. Mal schauen, wann das Ganze rauskommen wird. Dann hätten wir hier noch, habe ich hier für euch mal nochmal rausgesucht, die ganzen neuen geleakten Skins. Und hier gibt es ein Bundle, was demnächst auch in den Shop reinkommen wird. Ich denke mal, das ist so der neue Deadpool-Shop. Ich habe ja gestern ein Video dazu hochgeladen, dass theoretisch ein weiterer Deadpool-Shop reinkommen könnte. Aber ich denke mal, Pili Banane wird nicht in den Shop reinkommen, so wie ich gesagt habe. Und dieser Hotdog-Skin wird auch nicht reinkommen, sondern dieses Marvel-Bundle mit dem Thanos-Skin und diese zwei weiblichen Skins. Zieht euch mal das Bundle rein. Es ist zwar nicht so eine gute Qualität, aber heftige Skins. Max BR hat das Ganze hier geleakt. Heftige Skins. Hier ein weiterer Skin, okay. Auch nicht schlecht. Hat zwei Stile sogar. Na, sieht sogar witzig aus. Nice. Was ist denn das bitte für ein Skin? Ist es nicht von Skies? Gehört es nicht zu Sky? Okay, die sieht auch fresh aus. Der Alter, was sind das für Skins? Die sehen echt cool aus. Also ich spiele das Ganze nochmal hier für euch ab. Ah, spielt es eh automatisch ab. Der Anfang ist immer so komisch von der Quali. Das wäre der zweite, also der zweite Skin, der gefällt mir sehr, der weibliche. Der dritte auch. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu teuer wird. Ich denke mal wieder so 2000 V-Bucks. Der gefällt mir. Also ich denke mal, die Skins von diesem Update sind gar nicht mal so schlecht, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Finde ich echt nicht schlecht jetzt, außer den hier. Der gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Das ist so das einzigste Schlechte, was ich jetzt so an diesen Skins zu bemängeln hätte. Aber ansonsten, sehr, sehr coole Skins. Was hätten wir hier dann noch? Und zwar, genau, es gibt eine Deadpool-Variante. Warte, ich muss mal ganz kurz das hier stoppen, ansonsten hören wir die ganze Zeit die Musik. Und zwar ist es eine Deadpool X Force Ingame. Also, das ist jetzt hier Ingame, so sieht das Ganze aus. Es wird eine Deadpool X Forcer, oder? Heißt es Force? Ja, Deadpool X Force Variante vom Deadpool-Skin geben. Ich habe ja gemeint, dass keine Deadpool-Variante reinkommen wird, sondern dass wir irgendwas anderes reinbekommen werden. Aber siehe da, wir bekommen ja doch eine rein. Es war ja doch gar nicht mal so verkehrt. Also in dem Video meinte ich ja, dass man nicht zwischen Shadow oder Ghost entscheiden kann. Das ist natürlich klar, dass man es nicht konnte. Aber dass wir eine weitere Variante reinbekommen werden, hätte ich jetzt niemals damit gerechnet. Und so sieht das Ganze hier aus. Es wird aber nicht hier gesagt, ob das die Woche 9 Belohnung ist. Das bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich denke mal nicht, dass das die Woche 9 Belohnung ist. Falls ich weiß, was die Woche 9 Belohnung ist, werde ich natürlich euch noch informieren, damit ihr da Bescheid wisst. So sieht hier nochmal das Bundle aus, hier in besserer Qualität. Genau, Thanos. Oder ist es doch der Thanos-Skin, oder bin ich... Nee, ist nicht der Thanos-Skin, oder? Oder doch? Oder? Nee, oder? Ich weiß nicht, also das ist doch der Thanos-Skin. Oder bin ich gerade blöd? Ich bin mir nicht sicher. Da bin ich mir... Ich kenne mich nicht so wirklich mit Marvel aus. Sorry auf jeden Fall dafür. Und hier hätten wir noch die passenden Spitzhacken dazu, oder? Also das hier ist definitiv die Spitzhacke und das ist wahrscheinlich das Backpack für diese hier. Ah, die hat so voll den verrückten Katana. Von der ist es also. Okay, krass. Gut, sonst gibt es eigentlich zum Update nichts Großartiges mehr zu sagen.
Ich war eigentlich hier schon fast fertig mit dem Videoschneiden und dann habe ich hier bemerkt, dass es da doch noch eine neue Sache gibt, beziehungsweise zwei neue Dinge. Eine Sache habe ich vergessen und das hier ist so die neue Sache. Der Oro-Skin wird eine zweite Variante bekommen. Das war aber schon vor, ich glaube, da wo der Oro-Skin schon geleakt worden ist, gab es schon die Info, dass der Oro-Skin ein zweites Ziel bekommen wird. Ob es der gleiche war, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber hier sehen wir jetzt gerade nur Spitzhacke und Gleiter, wie die aussehen werden. Habt ihr eigentlich den Oro-Skin? Ich glaube, nicht viele Leute haben sich diesen 2000 V-Bucks-Skin gekauft. Der ist zwar heftig, aber für 2000 schon ziemlich krass überteuert. So wird es dann Ganze hier aussehen. Der hatte schon einen Zweitstil, jetzt bekommt er noch einen Drittstil. Ist nicht schlecht, kann man immer mal machen. Warum nicht? Drei Stile für 2000 V-Bucks. Ja, ist ganz okay. Dann hätten wir hier noch ein weiteres Emote, aber ich weiß gerade nicht, warum hier der Oro-Skin nicht angezeigt wird. Vielleicht bekommt er kein Zweitstil, was ich mir aber nicht vorstellen kann, aber der wird dann halt auch ungefähr so aussehen. Dann kommen wir hier auch schon zum Emote, das habe ich euch vergessen zu zeigen. Und zwar ein 200 V-Bucks Emote, glaube ich. Das kann man hier noch nicht mal sehen, was eine ziemlich coole Musik hat, aber sehr, sehr kurz geht. Ich lasse euch das Ganze hier mal ein paar Mal abspielen. Okay, ist gar nicht mal so schlecht, das Emote ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Video.